Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich bei Silex on Tour. Mein Name ist Silex und das heutige Spiel der Wahl ist Train Sim World. Rapid Transit mit der S2 unterwegs hier in Leipzig. Doch, Moment mal, wer ist überhaupt Silex und was ist überhaupt Silex on Tour und was um alles in der Welt? Ja, folgende Fragen lassen sich relativ simpel beantworten. Hallo erstmal, mein Name ist Silex, ich bin 19 Jahre jung und ich spiele unheimlich gerne Videospiele und mache auch gerne mal Videos. Und das vereine ich jetzt hier wunderbar auf YouTube miteinander und mache ein paar Videos. Ich versuche auf täglicher Basis Videos von Videospielen hochzuladen. Das wird sehr viel Strategie sein wahrscheinlich. Ja, liegt einfach daran, dass ich sehr viele Strategiespiele spiele und das so ziemlich meine liebste Rubrik an Videospielen ist. Mittlerweile sind auch schon wahrscheinlich paar Videos hochgeladen, da sieht man dann, dass ziemlich viele Videos schon das Thema Strategiespiele haben. Aber nicht nur Strategiespiele werden natürlich kommen, sondern auch zum Beispiel Arma. Ich befinde mich in der glücklichen Position, Teil der Leitung eines Arma 3 Clans zu sein, namens First Platoon. Und da schneide ich natürlich dann auch mal Missionen mit und werde das selbstverständlich mit euch teilen, sodass wir uns gemeinsam angucken können, wie das First Platoon arbeitet, Ausbildungen und so weiter werden dann natürlich hochgeladen. Und genau, das wird es hier geben. Allerdings sind diese Arma-Videos raus aus der normalen Norm. Das heißt, ich werde versuchen, täglich ein Video hochzuladen. Und diese Arma-Videos verstreue ich einfach mal zwischendurch, die noch einfach so kommen. Das heißt, dann gibt es vielleicht mal an einem Tag zwei Videos oder so. Ich spiele die Projekte, auf die ich Lust habe. Das ist ganz wichtig. Und zwar spiele ich sie auch so, wie ich sie spielen möchte. Das ist mir relativ wichtig festzustellen. Und das verbinde ich an dieser Stelle mit einem Punkt, der da sehr eng mit zusammenhängt und ebenfalls sehr wichtig ist. Ich mache keinen YouTube-Kanal und ich bin nicht hier auf YouTube unterwegs, um mit dem Ziel, eine große Abonnentenzahl zu erreichen. Deswegen bin ich nicht hier, sondern ich bin hier, weil mir das Videos machen, das Kommentieren und das Uploaden von dem ganzen Zeug im Prinzip Spaß macht. Und deswegen bin ich hier und ich möchte letztlich einfach meine Eindrücke in Videospielen mit euch teilen und mit der Welt teilen. Wie viele Leute sich das dann auch immer am Ende angucken, das kann man sich ja dann auch angucken. Oder das sieht man ja dann auch im Prinzip. Aber das ist nicht mein vordergründiges Ziel. Mein vordergründiges Ziel ist es einfach nur, Videospiele zu spielen, meine Eindrücke mit der Welt zu teilen und einfach Spaß zu haben, eine gute Zeit zu haben. Aber was ist jetzt das hier überhaupt, diese Silex on Tour? Wir sitzen hier im Zug und fahren ein bisschen durch die Gegend. Ja, das ist im Prinzip Silex on Tour. Das ist eine Videoserie, die auch furchtbar unregelmäßig erscheinen wird, die ich einfach mal so reinstreue, in der es darum geht, dass ich mit euch Sachen besprechen möchte oder über Sachen reden möchte, die mich momentan betreffen oder die den Kanal, besser gesagt, momentan betreffen. Und was gibt es da mehr als die Gründung des Kanals? Was betrifft den Kanal mehr als die Erschaffung selbigen? Und dementsprechend widme ich natürlich das erste Video dieser Serie eben genau diesem Thema. Wie lange diese Videos werden, das hängt natürlich ganz vom Thema ab und ich gehe da auch nicht furchtbar strukturiert und vorbereitet dran. Ich mache mir natürlich meine Stichpunkte, aber prinzipiell möchte ich einfach drauf losreden und ja, euch im Prinzip mitteilen, worum es geht. Also, das ist Silex on Tour, das ist Silex. Ich muss dazu sagen, ich war schon mal auf YouTube, schon das ein oder andere Mal, das ist einfach so, ja. Ich glaube, das erste Mal habe ich YouTube-Videos gemacht, als ich 12 war. Das habe ich aber immer irgendwann mal wieder eingestampft, weil verschiedenste private Aspekte dazu kamen oder ich keine Lust mehr hatte, ich demotiviert war, etc., etc., etc. Weil ich auch aus den falschen Zielen und mit den falschen, und mit den falschen Motiven angefangen habe. Und ich glaube, diesmal habe ich definitiv das richtige Ziel, das richtige Motiv. Das richtige Motiv ist es nämlich, Spaß zu haben. Ja, und wie jetzt schon ausführlichst erwähnt, ist es diesmal so, ich möchte Spaß mit euch haben und ja, genau das machen wir jetzt gerade hier. Es werden auch Real-Life-Videos mal kommen, ein, zwei, so zwischendurch reingeschnitten, ja. Zum Beispiel wie dieses DRK-Video, das ist ja jetzt schon hochgeladen worden und vielleicht auch noch andere, das wird sich dann halt zeigen, je nachdem, was ich mache. Aber das passiert auch alles sehr, sehr unregelmäßig. Das Einzige, was wirklich regelmäßig passieren wird,
werden Serien sein, wo ich das vorher sage, aber prinzipiell dieses klassische Let's Play, also diese klassischen Gaming-Videos im Prinzip, wie jetzt zum Beispiel von Total War Rome 2 wird kommen, Universum wird kommen, ganz viele verschiedene andere Sachen werden kommen. Zum Beispiel kommt auch PUBG, das fällt ein bisschen aus der Reihe raus, aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte, weil das kommt auch nicht regelmäßig. Gut, wir sind jetzt schon an der nächsten Haltestelle angekommen, am nächsten Haltepunkt. Mit diesem Haltepunkt endet praktischerweise auch unsere erste Folge von Silex on Tour und letztlich mein kleines Vorstellungsvideo. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht sehen wir uns ja in manchen anderen Videos nochmal wieder. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen, dann schaut auf jeden Fall gerne auf meinem Kanal nach. Ihr seid herzlichst eingeladen, auch ein Abo dazulassen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja wirklich in dem einen oder anderen Projekt nochmal außerhalb von Silex on Tour wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß noch auf YouTube und auf diesem Kanal. Solltet ihr Fragen haben, was ich zwar nicht glaube, aber falls doch, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde mich dann natürlich damit beschäftigen. Und wie gesagt, wir sehen uns in dem nächsten Video wieder oder in anderen Videos. Bis dahin, tschüss.